walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Was geht ab, liebe Freunde? Hallo und herzlich willkommen an diesem wunderschönen Donnerstag. Und ja, es geht weiter mit Check-in. Und nachdem wir uns jetzt einen Zweitliga-Aufsteiger angeguckt haben, beschäftigen wir uns jetzt mit einem Zweitliga-Absteiger, nämlich dem FC Hansa Rostock, der es verpasst hat, am letzten Spieltag sich noch in die Relegation zu retten. Und ja, also Wiesbaden hat schon keine Schützenhilfe, also St. Pauli hat schon Schützenhilfe geleistet und Rostock hat es dann einfach nicht hinbekommen, das Spiel gegen Paderborn zu gewinnen. Und dabei hat man sogar geführt. Und dann hätte man einfach theoretisch sagen können, okay, komm, wir spielen jetzt auf 1-0 halten und dann irgendwie das Ding über die Linie kriegen. Und dann bist du in der Relegation. Und dann ist die Nummer erledigt. Aber am Ende hat es nicht gereicht und ich habe mir jetzt ein paar Talks und auch Stadion-Vlogs angeguckt. Ich konnte diese Tränen in den Augen, konnte ich extrem nachempfinden, weil uns ging es ja ähnlich letztes Jahr. Also wenn ich mir jetzt die Bilder nochmal angucke, wie Hertha abgestiegen ist damals und das Schlimme ist, eigentlich, es hat sich ja die ganze Saison abgezeichnet. Also es wurde halt einfach nicht besser und besser. Und du hast dann halt die Duelle gegen da bei uns jetzt, ne, gegen Hoffenheim und Schalke und Köln und was weiß ich nicht. Die hast du halt alle verloren. Du hast das eine wichtige Ding gegen Stuttgart gewonnen. Das war aber am Ende einfach nur Leidensverlängerung, wenn man so will. Aber, ne, und das war einfach, man konnte das Engagement vielleicht dem Verein nicht absprechen, aber wenn du halt regelmäßig dann irgendwie ein 4-1 oder sowas kassierst, dann merkst du halt einfach, dass die Qualität nicht gereicht hat. Und so war das halt bei uns. Und nachdem es dann feststand, beziehungsweise ich habe ja schon die Woche vorher nach der 5-2-Pleite in Köln geweint, ja, irgendwann kannst du da halt nicht mehr. Und dann nimmt es sich ja trotzdem mit, obwohl du dich darauf vorbereiten konntest. Abstieg ist trotzdem immer scheiße. Da müssen wir nicht drum rumreden. Und irgendwann kommst du dann halt an den Punkt, und bei uns war es ja dann Gott sei Dank schon 33 später, wo du sagst, ja, geil, dann schieß uns jetzt einfach bitte runter, ich will nicht mehr leiden. Ich konnte den letzten Spieltag dann ganz entspannt angehen. Das war bei Hansa jetzt nicht so. Dadurch, dass man hat es nicht mehr in der eigenen Hand gehabt, aber dadurch, dass Wiesbaden halt verloren hat, war es halt im Prinzip einfach nur eine Leidensverlängerung, wie man so schön sagt. Einfach weil man am letzten Spieltag wirklich noch diese Chance hatte. Aber auch da ist es halt wirklich wieder der Punkt, du musst es halt gewinnen und Wiesbaden muss halt verlieren. Ähnlich so wie das beim 1. FC Köln war in der Bundesliga. Die mussten halt auch hoffen, dass die anderen das nicht gewinnen. Und am Ende hat es halt nicht gereicht, wenn Hansa es selber nicht mal schafft, seine Hausaufgaben zu machen. Und ich glaube, es waren dann am Ende 7 Spieler am Stück, die sie nicht gewonnen haben oder vielleicht sogar auch alle verloren haben, dann steigt man halt verdient ab. Und ja, die dritte Liga ist immer scheiße. Das ist auch, man kann jetzt auch nicht sagen, der Abstieg tut gut, was ja viele dann immer sagen, weil man kann sich da wieder neu aufbauen von der ersten in die zweite Liga. Stimmt das vielleicht noch so in gewissen Punkten? Aber die Lücke zwischen der zweiten und der dritten Liga ist nochmal so viel höher. Und hoffen wir einfach, dass es nicht so lange dauert, bis Hansa wieder hochkommt. Weil ich muss ehrlich sagen, die Fans sind schlimm, aber der Verein ist eigentlich dann auch ganz cool. Also ich habe gerne gegen Hansa Rostock gespielt im vergangenen Jahr. Es war echt cool, auch allein, was die für eine Stimmung im Olympiastadion gemacht haben. Ich weiß nicht, wie viele es waren, 20.000 Rostocker oder sogar mehr. Das war geisteskrank. Und ja, das Einzige, was ich jetzt gerne nochmal sagen wollen würde, ist, ich glaube, als Hertha abgestiegen ist, gut, in Köln waren auch alle noch sauer, aber gerade nach dem Ding gegen Bochum, wo du wirklich in der 97. Minute das Gegentor frisst, ich meine mich zu erinnern, dass Hertha in die Ostkurve gegangen ist und die Fans die Mannschaft aufgebaut haben und gesagt haben, komm Leute, dann nehmen wir jetzt halt die zweite Liga auseinander und zeigen da mal ordentlich, was Phase ist. Und so hätte ich mir das jetzt, also klar überwiegt dann halt der Frust, ne? Aber
Wie ich ja schon sagte, es hatte sich ja angebahnt. Und dass man dann einen Spielabbruch provoziert, dass man dann, nachdem das 2-1 in Paderborn gefallen ist, erstmal Böller zündet und das Spiel für 24 Minuten unterbricht, obwohl eigentlich alles durch ist. Leute, dann lasst es doch einfach vernünftig das Spiel zu Ende spielen. Danach könnt ihr in Ruhe zusammen trauern, aber so ist es tatsächlich dann auch sehr unrühmlich. Das wirft ein schlechtes Bild auf eben diesen Abstieg. Auch wenn das vielleicht geplant war, dass man das macht, ich bin da, weiß Gott, kein Fan von und finde das nicht cool. Man kann sich auch vernünftig aus einer Liga verabschieden. Und Hansa Rostock bzw. die Fans haben es halt eben nicht getan, weil ich möchte zu keinster Weise irgendwie der Mannschaft das Engagement absprechen. Ich glaube schon, sie wollte und sie hat alles versucht, aber vielleicht hat es am Ende qualitativ dann halt einfach nicht gereicht. So. Es ging die ersten 5, 6 Spieltage vielleicht noch gut. Und dann war, glaube ich, zwischenzeitlich 9 Spiele mal ungeschlagen. Das war halt in der Hinrunde, aber danach ging es halt nach unten. Und es ist dann halt aber am Ende keine Sache von den Spielern, die da auf dem Platz sind. Also vielleicht auch, aber hauptsächlich halt dann die Leute, die da im Hintergrund arbeiten. Das ist ja meistens so. Weil den Abstieg geht halt alle an. Das hat nicht nur die Mannschaft am Ende verbockt. Und das habe ich mir jetzt alles rausgeholt bei Leuten, die sich mit Hansa auskennen und die das in ihren Videos teilweise dann auch schon erzählt haben. Normalerweise hänge ich da halt nicht so drin, ne? Aber das wollte ich jetzt an der Stelle halt einfach nur nochmal irgendwie erzählen. Und ja, jetzt gilt es, den Neuaufbau in Liga 3 zu schaffen. Und übrigens, da kommen wir ja dann auch nochmal zu. Der Osten wird nächstes Jahr brennen mit Hansa gegen Cottbus und Hansa gegen Dresden und Hansa gegen Aue. Also da sind ein paar echt coole Ostduelle dann auch dabei. Ja, und das gibt Gummi. Und ja, ich glaube, dieses Video hier können wir jetzt sehr gut zumachen. Und dann freue ich mich auf morgen 15 Uhr mit der nächsten Folge. Check in. Macht's gut, Harry, und tschüss und Gute.